Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Plenarsitzung. Ich freue mich, dass alle wieder gekommen sind. Und bitte darum, dass auch möglichst alle bleiben. Dann teile ich Ihnen mit, schlussfähig sind wir sowieso, zur Tagesordnung sind noch offen 9 bis 20, 22 bis 29, also 23, 25, 27, zwischen 32 bis 36. Und 41 und 45. Und wir wollen hoffen, dass wir heute in vernünftiger Zeit dann auch hier zum Ende kommen. Eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Zusammenschluss der Deutschen Börse und der London Stock Exchange weiter ordnungsgemäß prüfen. Landesregierung muss Vorfestlegung vermeiden. Drucksache 19/3789. Dringlichkeit wird bejaht von allen. Dann ist dieser Antrag Tagesordnungspunkt 48. Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Heute Mittagspause gibt es heute eine Stunde. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden. Und vor der ersten aktuellen Stunde machen wir die mündliche Frage, die eine, die ansteht. Frage 612 dann. Und danach geht es mit den Tagesordnungspunkten 16 weiter. Es fehlen heute entschuldigt der Herr Staatsminister Axel Wintermeyer ab 12 Uhr und die Frau Staatsministerin Puttrich bis 10 Uhr. So, viel mehr haben wir nicht. Fußball ist gestern berichtet worden. Kollege Rudolph, wir haben uns gerade eben unterhalten, deshalb ist es ein bisschen länger geworden. Der Innenminister hat uns erläutert, warum Mönchengladbach gestern Abend 4:0 verloren hat. Bei Manchester City. Und da der Innenminister und der Abg. Uwe Serge ja dem Ältestenrat von Mönchengladbach angehören, haben wir das mal kurz erläutert. Aber wir sind ja neutral. Der BVB, Kollege Rentsch und auch die Frau Staatsministerin Priska Hinz, vor lauter Schreck, Dortmund, weist darauf hin, hat 6:0 gewonnen bei Legia Warschau, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, gut. Da kann auch Frau Schause gewinnen oder die Landtagself. Also, jetzt wollen wir mal langsam haben. Wir sind hier neutral, meine Damen und Herren. Und deshalb gehört der Hinweis hinzu, dass unsere Bayern 5:0 gewonnen haben, auch in dieser Woche. So, das war soweit an Vorbemerkung. Meine Damen und Herren, kommt mit dem Fußball jetzt auf.